Heute wieder ein leerer Hörsaal. Vielleicht kommt am Schluss noch ein Experiment. Das habe ich mit dem Herrn Litschauer jetzt gerade besprochen. Aber ansonsten müssen wir heute wieder ein bisschen aufarbeiten, was wir eben alles jetzt kennengelernt haben, meine Damen und Herren. Und insbesondere noch etwas näher über die Kondensatoren sprechen. Kondensatoren sind einerseits grundsätzlich interessant, wie ich Ihnen gestern schon erklärt habe, zur Speicherung von Ladungen ohne nennenswerte Spannungen und ohne äußere Felder, sehr wichtig. Auch in Elektronikanwendungen sind Kondensatoren sehr wichtig, davon wird dann etwas später noch die Rede sein, wenn es um Aufladungs- und Entladungsvorgänge von Kondensatoren geht. Aber das sind dann schon zeitabhängige Dinge und damit beschäftigen wir uns vorläufig noch nicht. Das kommt dann erst, wenn wir die Elektrostatik abgeschlossen haben. Und andererseits natürlich wollen wir also jetzt eben ein bisschen was Näheres darüber lernen, wie man von den verschiedenen Kondensatoren, die man heute so typischerweise betrachtet, die Kapazitäten ausrechnen kann. Sie erinnern sich sicher daran, grundsätzlich, das habe ich Ihnen gestern schon erklärt, besteht ein Kondensator aus zwei Elektroden. Auf der einen Elektrode ist eine Ladung plus Q, auf der anderen Elektrode ist eine Ladung minus Q. Zwischen den beiden Elektroden gibt es eine Spannung U und weil wir ein elektrostatisches Feld haben, lässt sich diese Spannung eben als Potentialdifferenz darstellen, als Differenz der Potenziale der beiden Elektroden. Und als Kapazität definieren wir einfach Q durch U, was bedeutet, dass wenn es möglich ist, in einem Kondensator verhältnismäßig große Ladungen auf den Elektroden zu speichern, wobei gleichzeitig die Spannung zwischen den Elektroden eher klein ist, nicht so groß, dann wird dieser Kondensator eine große Kapazität haben. Es reicht nicht zu sagen, ein Kondensator, wenn er eine große Kapazität hat, kann er halt viel Ladungen speichern. Ja, wenn ich genügend große Spannungen anlege, bringe ich überall viel Ladungen drauf. Aber dass man das auch noch bei kleinen Spannungen kann, das macht es eigentlich aus. Naja, und dieses C gleich Q durch U, das wollen wir uns jetzt für verschiedene konkrete Geometrien wirklich anschauen. Und als ersten Spezialfall betrachten wir den Kugelkondensator. Da können wir gleich anschließen als an das, was wir ja schon bei den leitenden geladenen Hohlkörpern kennengelernt hatten. Da haben wir jeweils eine einzelne Kugel betrachtet und angeschaut, was ist außen für ein Feld, was ist innen für ein Feld. Schnell gesagt, außen ist das Feld so, als hätte man eine Punktladung mit gleicher Gesamtladung drauf und innerhalb dieser Kugel ist die Feldstärke gleich Null, es ist feldfrei, wenn es sich um eine Hohlkugel handelt, wo im Innern keine Ladungen sind. Beim Kugelkondensator ist es jetzt so, dass wir zwei Kugeln betrachten, die konzentrisch ineinander angeordnet sind. Und diese beiden Kugeln sind wieder leitend und geladen. Sagen wir einmal, die innere trägt eine Ladung plus Q, die äußere eine Ladung minus Q. Und damit haben wir einen Kondensator realisiert mit zwei Elektroden. Die Elektroden sind in diesem konkreten Fall konzentrische Kugeln. Da gibt es also dann Potenziale. Es gibt ein Potenzial im Innenraum und es gibt ein Potenzial im Außenraum. Und wir werden uns das genau näher anschauen, was also darunter zu verstehen ist. Die
Gesamtladung ist gleich Null, weil wenn Sie sich da rundherum jetzt noch eine geschlossene Fläche vorstellen, dann wird also innerhalb dieser geschlossenen Fläche ein Plus Q und ein Minus Q an Ladungen vorhanden sein. Die Summe, also die Netto-Gesamtladung, ist Null. Laut Gaußschem Gesetz kann man also daher ausgehen davon, dass der Außenraum außerhalb dieser äußeren Kugel feldfrei sein wird, weil eben kein Feld austreten kann. Ja, es sei denn, man hat dann noch weitere Felder, die da von außen durch Ladungen erzeugt werden. Das betrachten wir aber nicht. Wir betrachten nur in einem sonst leeren Bereich diese beiden konzentrischen Kugeln und sonst nichts. Daher wird der Außenraum wegen des Gaußschen Gesetzes feldfrei sein. Ja, wie schaut es mit dem Innenraum aus? Naja, da haben wir zwei Kugeln zu betrachten. Wenn wir insbesondere die innere Kugel betrachten, ist es natürlich so, dass wir da wieder die Situation haben, dass also der Innenraum dieser geladenen leitenden Hohlkugel, wie das eben immer bei geladenen leitenden Hohlkörpern ist, ebenfalls feldfrei sein wird. Das ist also der Innenraum der inneren Kugel. Der ist auch feldfrei. Ja, wenn ein Bereich feldfrei ist, dann wird das Potenzial dort konstant sein. Weil E ist minus Gradient Phi und wenn E gleich 0 ist, dann muss Phi eine Konstante sein, denn wäre es keine Konstante, dann wäre der Gradient ja nicht 0. Der Gradient ist dann 0, wenn also keine räumliche Abhängigkeit von dieser jeweiligen skalaren Größe von dem Potenzial zu verzeichnen ist. Also, wir haben innerhalb der inneren Kugel ein konstantes Potenzial, außerhalb des ganzen Kondensators, also außerhalb der äußeren Kugel, ebenfalls ein konstantes Potenzial. Also wenn Phi I das Potenzial der inneren Kugel ist, dann ist es auch das Potenzial im ganzen Innenraum. Wenn Phi A das Potenzial der äußeren Kugel ist, dann ist auch der ganze äußere Raum außerhalb von dem, hat dasselbe Potenzial Phi A. Und als Spannung zwischen den beiden Kondensatorplatten ergibt sich jedenfalls U, die Spannung, einfach die Differenz der Potenziale Phi I minus Phi A. Diese Spannung, das ist das U, was da drinnen steht. Und wenn wir jetzt also das Q kennen und uns das U bestimmen können, können wir damit die Kapazität dieses Kugelkondensators ausrechnen. Das ist die Idee. Wir brauchen also das U und das Q geben wir ja vor und haben damit dann die Kapazität gewonnen dieses Kugelkondensators. Na, wie gehen wir da vor? Wir wollen also die Kapazität berechnen. Und dazu brauchen wir also eben diese Potenziale. Naja, das können wir aber relativ leicht jetzt erreichen, indem wir einfach verwenden, was wir schon in den letzten Stunden ermittelt haben. Wir schauen uns also zum Beispiel das Potenzial in der Umgebung geladener leitender Hohlkugeln an, einmal der inneren Kugel und dann der äußeren Kugel. Also schauen wir einmal an, wie wird das ausschauen mit dem Phi I. Das Potenzial der inneren Kugel und des ganzen Bereiches innerhalb dieser Kugel. Ja, nach dem, was wir da kennen von den Berechnungen bei den
geladenen leitenden Hohlkugeln kriegen wir da einfach heraus, das ist Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal dem Ri. Wenn Ri, also da schreibe ich das da ein bisschen daneben, damit ihr da den Mittelpunkt habt, da ist Phi I, das ist Ri. Der Radius der inneren Kugel und das ist Ra, der Radius der äußeren Kugel. Und Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal Ri, und das ist natürlich konstant, weil Ri ist ein konstanter Radius, ist das Potential im ganzen Bereich von 0 kleiner gleich R kleiner gleich Ri. Zwischen 0 bis Ri haben wir dieses konstante Potential, weil ja der Innenraum der inneren Kugel feldfrei ist, das Potential konstant ist und das ist das Potential dieser Kugel mit Radius Ri. Das hatten wir vorgestern, glaube ich, war es, uns ausgerechnet. Dann gibt es natürlich den Bereich Phi von R im Bereich zwischen Ri und Ra. Ja, da haben wir natürlich denselben Ausdruck, Q durch 4 Pi Epsilon 0, aber mal R in dem Bereich von Ri bis Ra. Also da haben wir dann die Ri kleiner gleich R kleiner gleich Ra. Sie werden sich jetzt vielleicht denken, wie ist das jetzt? Wir haben doch da außen auch eine geladene, leitende Hohlkugel und da haben wir doch immer gesagt, die Felder innerhalb von so geladenen, leitenden Körpern sind null im Innenraum. Und jetzt soll da ein Feld sein. Naja, dieses Feld kommt daher, dass der Innenraum der äußeren Kugel ja nicht hohl ist. Da ist ja eine weitere Kugel drinnen. Und die trägt ja auch eine Ladung. Also wir haben da keinen ladungsfreien Innenraum der äußeren Kugel, sondern wir haben da drinnen Ladungen. Aber eine Sache ist schon wichtig. Und daraus ergibt sich eigentlich dieser Ausdruck. Nämlich, dass diese äußere Kugel mit Ladung minus Q kein Feld in ihrem Innenraum erzeugt. Das heißt, das Feld, das hier dazwischen vorhanden ist, wird nur erzeugt durch die innere Kugel. Im Inneren der inneren Kugel ist gar kein Feld. Aber im Äußeren der inneren Kugel gibt es das Feld, das die innere Kugel erzeugt. Und das Potential im Außenraum der inneren Kugel wird so dargestellt. Entsprechend dem Ausdruck, wenn Sie zwei Tage zurückblättern, müssen Sie nicht jetzt machen, aber wenn Sie halt dann die Vorlesung ein bisschen aufarbeiten, dann vergleichen Sie das natürlich, dann ergibt sich also das Potential im Außenraum der inneren Kugel zu diesem Wert. Und es kommt nichts dazu, weil ja die äußere Kugel in ihrem Innenraum feldfrei ist. Das Feld zwischen den beiden konzentrischen Kugeln hier stammt nur von der inneren Kugel. Aber deswegen ist die äußere Kugel nicht unwichtig, weil die braucht man wieder, um das Feld dann nach außen abzuschirmen. Denn wir haben gerade vorhin gesagt, der Außenraum des ganzen Kondensators ist feldfrei wegen des Gaußschen Gesetzes. Das heißt, die Feldlinien beginnen bei den Ladungen plus Q und enden wieder bei den Ladungen minus Q und außen gibt es kein Feld. So schauen also diese Feldlinien aus und da gibt es also dann Feldvektoren E-Pfeil, die da von plus nach minus zeigen. Radial gerichtet
alles kugelsymmetrisch vom Ursprung aus, aber nur in dem Bereich zwischen den zwei Elektroden. Ja, so wie es also für einen Kondensator gehört. Das ist ja die Idee. Drinnen dazwischen gibt es ein Feld, aber außerhalb gibt es keins. Und Ladungen sind aber auf diesem Kondensator vorhanden. Natürlich, Ladungen plus Q und minus Q ziehen sich an. Das heißt, die sind ja doch ähnlich dick, diese Hohlkugeln. Die müssen ja aus was sein. Das ist ja nicht null. Das ist natürlich eine Idealisierung. Das heißt, wenn die eine gewisse Dicke haben, wenn man genauer hinschaut, dann bicken die positiven Ladungen ganz an der Außenfläche hier und die negativen ganz an der Innenfläche hier, soweit sie halt können. Aber wir nehmen also diese Kugeln als genügend dünn an, dass wir dieses Detail hier nicht speziell berücksichtigen müssen. Wenn man das will, kann man das natürlich auch, brauchen wir hier aber nicht. Also daraus ergibt sich dieses Potenzial zwischen den Kugeln als das Potenzial im Außenfeld der inneren Kugel. Und die äußere Kugel trägt dazu nichts bei, weil ja der Innenraum der äußeren Kugel von der äußeren Kugel her gesehen feldfrei ist. Die hat keinen Beitrag. Na und letzten Endes dann kommen wir eben zu dem Potenzial Phi A. Das ist dann eben das Potenzial bei der äußeren Kugel. Ja, da setzt man da einfach für R gleich RA ein, da haben wir Q durch 4pi epsilon 0 mal RA. Und das gilt aber jetzt nicht nur auf der äußeren Kugel, sondern eben, wie wir uns gerade am Anfang schon überlegt haben, für den ganzen Außenraum. Also für R größer gleich RA. Und damit haben wir also den ganzen Potentialverlauf uns klar gemacht. Und daraus haben wir natürlich jetzt auch die Möglichkeit, uns auch gleich den Feldverlauf anschauen. Weil das Feld, das elektrische Feld E-Pfeil, ergibt sich ja wie immer als der negative Gradient dieses Potentials Phi. Und das wollen wir uns jetzt natürlich auch grafisch anschauen, damit die Geschichte übersichtlich wird. Wie schaut das in Diagrammen aus? Da tragen wir zunächst einmal das, was wir da haben, also das Phi auf gegen den Radius R. Da haben wir also Ri, da haben wir Ra, die beiden Radien der kleinen und der großen Kugel. Und wie schaut das aus? Naja, im Innenraum 0 kleiner gleich Ri in dem Bereich ist dieses Potential konstant und ist immer gleich Phi I. Das ist Phi I. Dann kommt der Bereich zwischen den beiden Kugeln. Da haben Sie zwischen Ri und Ra einen Abfall mit 1 durch R. Mit zunehmendem Radius haben Sie da so einen hyperbolischen Abfall proportional zu 1 durch R. Nur wie das bei so kugelsymmetrischen Situationen immer der Fall ist, das rührt her von dem Außenfeld der inneren Kugel. Da haben wir ja schon gesagt gehabt vorgestern, dass das die gleiche Form hat und genau gleich dargestellt wird, als würde man eine Punktladung mit gleicher Gesamtladung Q betrachten. Aber natürlich nur beginnend mit dem Radius der inneren Kugel. Würde an sich bis ins Unendliche so weitergehen, wäre da nicht noch diese zweite jetzt konzentrische Kugel mit Ladung minus Q. Weil da haben wir jetzt die Situation, wie vorhin besprochen, dass eben der Außenraum feldfrei ist und daher das Potential von hier an weitergeht
bis ins Unendliche. Also so schaut hier das Potenzial aus. Und daraus sieht man natürlich sofort, wie dann die Feldstärke ausschaut. Und die schaut also schon, Betrag E-Pfeil tragen wir da gegen R auf. Da haben wir wieder RI und RA. Die schaut also schon etwas eigenartig jetzt aus, weil wir müssen also da jetzt den Gradienten von Phi bilden, also konkret hier die Ableitung von Phi nach dem Radius R. Und da sehen Sie, naja, da in dem Bereich, da ist konstant, da ist die Ableitung 0. Also da gibt es einmal kein Feld im Innenraum. Innenraum innerhalb der inneren Kugel, Innenraum der inneren Kugel feldfrei. Und der Außenraum, da ist es wieder konstant, der ist wieder feldfrei. Ja, das ist eben das Prinzip, das bei Kondensatoren eben wesentlich ist. Aber was passiert dazwischen? Wenn das mit 1 durch R geht, R hoch minus 1, und Sie leiten das nach R wieder ab, dann haben Sie minus 1 mal R hoch minus 2, also 1 durch R Quadrat. Aber dann kommt da noch das Minus dazu, damit haben Sie wieder plus 1 durch R Quadrat. Sie haben dazwischen eine 1 durch R Quadrat Abhängigkeit, genau in diesem Bereich. Eine ziemlich scharfe Abhängigkeit, proportional 1 durch R Quadrat, wie das eben bei der elektrischen Feldstärke bei kugelsymmetrischen Situationen der Fall ist. Und da sehen Sie, bei den beiden Punkten hier, treten, das sieht man ja schon an dieser Kurve da oben, zwar keine Unstetigkeiten auf, aber die Funktion ist nicht differenzierbar. Da springt die Ableitung. Und wenn man so will, kann man das da noch verbinden, aber das bringt eigentlich nicht viel. Sie haben da hier so einen Verlauf des elektrischen Feldes. An diesen Kondensatorelektroden springt das Feld. Von feldfrei auf relativ hoch, geht dann mit 1 durch R Quadrat zurück und außen ist es wieder feldfrei. Das ist die Situation beim Plattenkondensator. Und ich mache noch einmal darauf aufmerksam, dieses Feld hier wird nur durch die innere Kugel bewirkt. Weil die äußere Kugel trägt zwar eine Ladung und schirmt das Ganze nach außen ab, aber die äußere Kugel, wie das eben so ist bei solchen geladenen Hohlkörpern, bewirkt in ihrem Innenraum kein Feld. Ein Feld innen kommt nur daher, dass in dem Innenraum noch einmal was drinsteht, was eben dann dieses Feld hervorruft, so wie wir das also bei diesen Kugeln kennengelernt haben. Dieser Innenraum zwischen den Kugeln ist eben das Außenfeld der inneren Elektrode. Das muss einem bewusst sein. Dieses Außenfeld der inneren Elektrode macht also hier dann diese Abhängigkeit. Ja, aber jetzt ist es leicht, und da nutze ich noch den Platz, den ich hier habe, um, dass wir uns hier auch wirklich, ja, lass uns mit die Linie fertig zeichnen. Bitte schön. Ja, aber R, ja, kann ich machen, damit es schön gleichmäßig ausschaut. Aber RA ist ein fester Wert, alles andere ist auch fest und es gilt für R größer gleich RA. Damit ist es konstant. Aber ich betone es, genauso wie das auch nicht sein müsste, aber ich betone es, weil man ja da hier einen festen Radius dieser inneren Kugel hat. Nur da zwischendrin, deswegen habe ich das da als unabhängige Variable reingeschrieben, hat man wirklich eine Abhängigkeit von dieser Koordinate R, die sich zwischen den zwei befindet. Aber es ist schon gut, dass Sie das alles so systematisch haben wollen. Gut, ja, jetzt also die Kapazität, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Denn die Kapazität ist Q durch U. Na, Q steht da überall drin. Das ist die Ladung, mit der ich Inhalt geladen habe. Und das U ist die Differenz der Potenziale, Phi I minus Phi A. Und dieses Phi I minus Phi A rechnen wir jetzt aus. U
ist gleich Phi I minus Phi A. Und da kriegen wir es jetzt, brauchen wir es nur aufschreiben da, Q durch 4 Pi Epsilon 0. Mal, und da haben wir jetzt Phi I minus Phi A, also da haben wir 1 durch RI minus 1 durch RA. Das andere ist ja in beiden Fällen das gleiche. 1 durch RI minus 1 durch RA. Ja, und das kann man natürlich noch auf gleichen Nenner bringen. Der gleiche Nenner ist RA mal RI, also haben wir RA minus RI durch RA, RI. Und damit sehen Sie schon, damit kommen wir natürlich sofort auf die Kapazität. Die Kapazität des Kugelkondensators, die ist ja Q durch U. Und das brauchen wir uns jetzt nur ausrechnen. Q durch dieses Q durch 4 Pi Epsilon 0. Da fällt das Q mal heraus. Das ist auch gut so. Weil letzten Endes muss man ja doch davon ausgehen, dass die Größe dieser Potenziale und auch der Potentialdifferenz proportional zur Ladung ist. Und dementsprechend, wenn ich dann wieder da das Q hier stehen habe und durch U dividiere, muss das ja herausfallen. U ist dem proportional zu Q. Sonst würde das ja gar keinen Witz ergeben, dass man da U gleich, Q gleich C mal U herschreibt. Da muss natürlich die Ladung proportional zur Spannung sein. Also C ist Q durch U. Und was kriegen wir da hier? Da haben wir also Q durch dieses U. Da bleibt ein 4pi Epsilon 0 da im Zähler stehen. Und dann von dem den Reziprokwert, da haben wir also RA RI durch RA minus RI. Und hier steht die Kapazität des Kugelkondensators. Sie sehen, das ist also sehr leicht auszurechnen. Man braucht nur wissen, wie groß die zwei Radien sind. Und schon hat man die Kapazität des Kugelkondensators. Also all diese etwas mysteriösen Sachen wie Gradienten und Potenziale und so weiter kommen jetzt zu einer ganz einfach handhabbaren Formel heraus. Das ist dann das Schöne daran, dass man das wirklich auswerten kann. Na gut, aber vielleicht interessiert uns jetzt auch noch, was passiert, wenn die äußere Kugel immer größer wird. Wir haben ja nicht vorausgesetzt, dass der Abstand da klein sein muss. Aber natürlich sehen Sie schon, darauf weise ich hin, je kleiner der Abstand, je kleiner die Differenz von RA und RI ist, also je enger die beieinander liegen, desto größer wird die Kapazität. Das ist ein wichtiger Punkt, der wird uns noch ein paar Mal beschäftigen. Und warum, meine Damen und Herren, ist das so? Ganz einfach. Und wir werden das dann beim Plattenkondensator, vielleicht kommen wir heute noch dazu, uns wirklich konkret auch experimentell anschauen können. Weil nämlich, wenn man da eine bestimmte Potentialdifferenz zwischen der inneren und der äußeren Kugel hat und aber den Abstand kleiner macht, dann wird auch diese Potentialdifferenz kleiner, wenn nur die Ladungen die gleichen bleiben auf dem Kondensator. Weil da haben Sie praktisch das gleiche Feld, nur einen kleineren Abstand zu überwinden. Also je größer, je kleiner die Distanz zwischen den beiden Elektroden ist, desto kleiner wird auch die Spannung sein, weil ja die Spannung ist nichts anderes ist als Arbeit pro Ladungseinheit. Und da habe ich einen kleineren Weg zurückzulegen, wenn die beiden näher beisammen sind. Und das bedeutet dann natürlich, dass dann auch die Spannung kleiner wird bei sonst ungeänderten Bedingungen. Und wenn also die Spannung kleiner wird, wird die Kapazität größer. Deswegen muss hier diese Differenz der beiden Radien im Nenner stehen. Und Kondensatoren werden immer besser, kriegen eine immer höhere Kapazität, je näher die beiden Elektroden zusammenrücken.
wesentlicher Punkt, den man sich gar nicht oft genug klar machen kann. Aber wir werden jetzt andersherum die Sache betrachten. Wir schauen uns jetzt an, was macht denn die Geschichte, wann die äußere Kugel immer größer wird und gegen unendlich geht. Wem interessiert sowas? Na, zum Beispiel uns als Erdbewohner, weil unsere Erdkugel ist auch eine Kugel, ist zwar keine leitende metallische Hohlkugel, sondern ein bisschen was anderes, aber doch ähnlich. Die Leitfähigkeit ist groß genug, dass im statischen Fall man ungefähr analoge Situationen haben. So rechnen wir uns also jetzt den Grenzfall aus, dass der äußere Radius RA gegen unendlich geht. Der Radius RI, das ist dann einfach der Erdradius für uns, nicht? Also die Kapazität einer Kugel mit Radius groß R. RI sei jetzt in diesem Fall einfach groß R. Na, wie können wir uns das dann ausrechnen? Na, sehr einfach. Wir rechnen dieses C aus, so wie es da steht, 4pi epsilon 0. Und jetzt im Grenzfall RA gegen unendlich, da kürzen wir diesen Bruch, also dividieren Zähler und Nenner, durch RA. Dann kriegen wir hier oben dividiert nur mehr das RI und unten dann RA durch RA ist 1 minus RI durch RA. Ja, und dieses RI nennen wir aber groß R, haben wir gesagt. Nun, wenn Sie also jetzt sehen, dass wir jetzt RA gegen unendlich gehen lassen, dann wird einfach RI durch RA gegen 0 gehen. Und damit ergibt sich das C zu 4pi epsilon 0 mal RI durch 1 und das RI ist R einfach 4pi epsilon 0 R. Und wenn man sich das also auf die Erdkugel anschaut, das C der Erde, damit man ein bisschen eine Vorstellung hat, den Erdradius setzt man da ein, irgendwas mit 6000 Kilometer ist der Erdradius, und das Epsilon 0 entsprechend einsetzt, kommt man auf bescheidene 0,7 Millifarad. Wobei Farad, das sollte ich hier noch hinzufügen, das habe ich gestern vergessen, die Einheit, und auch jetzt vergessen, die Einheit der Kapazität ist. Schreiben wir das da jetzt gleich dazu. Also die Dimension oder Einheit der Kapazität ist natürlich da Coulomb pro Volt, Ladungseinheit durch Spannungseinheit und das nennen wir Farad. Und weil da das Coulomb ja so eine Rieseneinheit ist, das habe ich Ihnen ja schon demonstriert, dass zwei Ladungen mit je einem Coulomb eine gewaltige Wechselwirkungskraft miteinander haben, ist auch das Farad eine große Einheit. Und deswegen kommt selbst für die Erdkugel da was heraus, der Gegend Millifarad. Und die Kondensatoren, die man oft verwendet in der Praxis, haben dann Mikro, Nano oder sogar Picofarad. Aber es gibt also entsprechend auch Kondensatoren mit größeren Kapazitäten. Also das ist die Situation im Fall des Kugelkondensators. Und wir haben insbesondere uns damit die Kapazität einer einzelnen Kugel gegen eine unendlich weit wegliegende äußere Kugel angeschaut. Also wir haben die äußere einfach weg da sozusagen, wenn wir das gegen unendlich gehen lassen. Kommen auf diesen einfachen Ausdruck und damit dann auf die Kapazität der Erde. Bitte. Naja, es geht darum, dass man sich da die zweite Elektrode ins Unendliche denkt und dann kommt es darauf an, wie sich das Potenzial der Erde ändert, wenn man sie zusätzlich belädt. Wenn man Ladung auf diese Kugel bringt,
wie stark sich das Potenzial ändert, weil das ist es ja, Ladung durch Spannung. Und die Spannung ist die Potenzialdifferenz zwischen dem Potenzial der Kugel und dem Potenzial der unendlich fern gesehenen anderen Kugel. Also es geht darum, wie sich das Potenzial der Erde ändert, wenn man Ladungen draufbringt. Aber übrigens gut, dass Sie das sagen. Das ist ein wesentlicher Punkt, der dazu führt, dass man eben sagt, man erdet eine Anordnung. Weil eben wegen diesem Millifarad, das ist doch immerhin ganz schön viel, es schaut zwar wenig aus, aber Farad ist eine riesige Einheit. Dadurch ist es so, dass bei gewissen, vernünftig großen, nicht zu großen Ladungsmengen, die man da zur Erde bringt, sich das Potenzial der Erde faktisch nicht ändert. Und dementsprechend dient das Potenzial der Erde als ein Referenzpotenzial, eben das Erdpotenzial. Und die Erdleitungen bei den Schuko-Steckern und so, es wird letztlich so gemacht, dass man lange Metallbänder in die Erde eingrabt, wo die also möglichst guten Kontakt zum Erdreich haben. Und wenn dann irgendwelche Ladungen da hineinfließen, ändert sich das Potenzial der Erde de facto nicht. Also die Erde ist ein großes Reservoir, wo also Ladungen quasi verschwinden können, aufgenommen werden können, ohne dass nennenswerte Potenzialänderungen auftreten. Das ist so wie ein Wärmereservoir. Wenn man also einen Wärmespeicher in der Thermodynamik, wenn man einen Wärmespeicher hat, da können dann auch Wärmen hinein und herausfließen und die Temperatur dieses Wärmespeichers bleibt ungeändert. Und so ähnlich ist es hier mit dem Potenzial. Okay. Gut. Jetzt können wir dasselbe durchführen für den Fall des Zylinderkondensators. Aber da werden wir also nur das Endergebnis angeben. Das ist ein weiteres Beispiel. Hier haben wir den Kugelkondensator da. Kondensator. Da können wir ebenso zurückgreifen auf die Situation bei dem unendlich langen leitenden Hohlzylinder. Und Sie werden sich erinnern, da hatten wir andere Potentialformeln, weil da gab es eine 1 durch R Abhängigkeit des Potentials. Darauf habe ich ziemlich herumgeritten, wenn Sie sich erinnern. Ein 1 durch R-Abhängigkeit des elektrischen Feldes. Im Gegensatz zur 1 durch R-Quadrat-Abhängigkeit, habe ich da jetzt nicht aufgeschrieben, hier, beim elektrischen Feld in der Umgebung einer Punktladung und einer Kugel. Bei einem Zylinder hat das elektrische Feld eine 1 durch R-Abhängigkeit und wenn man da zum Potenzial übergeht, dann hat man so ein Integral dr durch r und das macht einen natürlichen Logarithmus. Damit schaut also die Potentialsituation rein von der Formel her ganz anders aus. Aber wir wollen uns das jetzt einmal für den Zylinder entsprechend aufzeichnen und da sieht man, wenn man das wieder gegen r aufträgt und man hat also da den inneren Radius und den äußeren Radius des Zylinders, dass wieder der Innenraum des inneren Hohlzylinders, das sind jetzt zwei konzentrische Hohlzylinder, die wir betrachten, praktisch dieselbe Zeichnung wie da, aber jetzt denken Sie sich als zwei Zylinder, die da so angeordnet sind. Die Zeichnung ist dieselbe. Und dann sieht man also in dem Fall hier, dass wieder der Innenraum des inneren Zylinders und der Außenraum des gesamten Systems, des Außenzylinders, wieder feldfrei ist oder das Potenzial ist konstant. Der Gradient des Potenzials ist dann gleich Null. Von da geht dann bis zum Außenradius eine so logarithmische Abhängigkeit herunter. Das ist ein minus ln r durch ri. Minus ln von r
durch RI, diese Abhängigkeit von R. Und außen dann geht es wieder konstant weiter, weil der Außenraum feldfrei ist. Wenn Sie sich das eigentlich vergleichen mit dem, es ist gar kein so ein toller Unterschied. Es fängt nur da bei phi i an und da fängt es bei phi i gleich 0 an. Das ist eine Frage der Wahl des Bezugspunktes. Da werden Sie sich erinnern, dass ich Ihnen gesagt habe, wegen dieser 1 durch R-Abhängigkeit geht es da gegen 0 und wir legen das so an, dass das dann gegen phi gleich 0 geht. Das ist eine logarithmische Abhängigkeit. Die gibt keine Ruhe, die geht immer weiter und weiter. Das macht keinen Limes. Das heißt, da können wir nicht ähnlich wie hier, da dann unten die 0 haben. Das geht gegen Minus unendlich letzten Endes. Und damit man da halt was Vernünftiges macht, setzt man sich in der Not dann auf die innere Elektrode. Und dann geht es da ein Stück runter und dann ist es wieder so, das ist nur eine Verschiebung hier. Man hätte auch hier das auf 0 setzen können. Dann wäre das ein Stück runtergegangen. Man hätte auch hier, wenn man wollte, die innere Kugel als Bezugspunkt wählen können. Aber das haben wir nicht gemacht, weil es nicht notwendig ist. Also Sie sehen eine ähnliche Situation, nur eine andere Abhängigkeit hier in dem Bereich zwischen den beiden konzentrischen Zylindern. Und wenn man da wieder den Betrag des elektrischen Feldes aufträgt, dann schaut auch der wieder sehr ähnlich aus, wenn man das gegen R auftragt. Da haben wir da wieder RI und da RA. Da ist es 0, der Gradient von dem ist gleich 0 und der Gradient von der dem konstanten Potential ist ja wieder 0. Und wieder springt das auf diesen Wert hier und geht dann 1 durch R da herüber. Proportional zu 1 durch R die Differenziation dieses Logarithmus von R. Bis RA. Also wieder schaut es sehr ähnlich aus, nur beim Kugelkoordinator ein 1 durch R Quadrat und hier ein 1 durch R. Und wenn man also dann diese Potenziale hernimmt, da ist ja da das Phi I gleich 0 und da haben wir das Phi A. Wenn man da wieder die Differenz hernimmt, das ist ja wieder die Spannung, so wie auch hier zwischen den beiden. Das ist das Phi A. Dazwischen liegt die Spannung zwischen den beiden Elektroden. Kann man sich diese Spannung ausrechnen und kriegt damit ein C gleich Q durch U. Da kürzt sich dann wieder in der Weise wie bisher das heraus und wir kriegen ein 2Pi, in dem Fall Epsilon 0, nicht 4Pi, sondern 2Pi Epsilon 0 durch ln RA durch RI. Und dann mal einer L, weil das ist ja für einen unendlich langen Zylinder und es ist für eine Länge L gerechnet, wo dann auch eine Ladung QL in dieser Länge L sich befindet. Und die Länge L ist halt lang genug, dass man das schon ungefähr als unendlich, das ist ein Teil des unendlich langen Kondensators, aber es gibt keine unendlich langen Kondensatoren. Also da muss man natürlich damit rechnen, dass es dann auch Randstörungen gibt. Und wieder, wenn die beiden Kondensatoren nur wenig Unterschied haben im Radius. Wenn RA nicht viel größer als RI ist, dann wird das RA durch RI nur ein bisschen größer als 1 sein. ln 1 ist aber 0. Das heißt, es ist eine kleine Größe, durch die man da durchdividiert und sie kriegen dann eine große Kapazität, wenn der Kondensator hier nur einen kleinen Schlitz hat sozusagen zwischen den beiden Elektroden. Ich möchte bei der Gelegenheit auch noch erwähnen, dass dieser Zylinderkondensator mit einer Innenelektrode und einer Außenelektrode eben vielfach in der Praxis
verwendet wird. Einerseits wirklich als so Rollkondensatoren, die in der Elektronik oft verwendet werden, aber auch bei allen Koaxialleitungen, wo die Außenelektrode das geerdete Drahtgeflecht ist und die Innenelektrode der Leiter, der da durch diese Abschirmung hindurchgeführt wird. Also das hier ist praktisch auch die Gleichung für die Kapazität einer Koaxialleitung mit Länge L. Anwendung. Koaxialleitung. Durchgerechnet ist es an verschiedenen Stellen, jedenfalls auch in unserem Buch. Da können Sie dann genau sehen, wie die entsprechenden Gleichungen ausschauen. Es ist aber da, finde ich, schon. Es ist ganz ähnlich und es wäre eigentlich ein Hausaufgabe, sowas sich selbst durchzurechnen. Nicht notwendig, dass man da also dafür Zeit aufwendet. Naja, nach diesem Vorgeplänkel, wo wir also das benutzt haben, was wir bisher bei diesen geladenen, leitenden Hohlkörpern, Kugeln und Zylindern schon wussten, gehen wir also jetzt zu dem Kondensator über, der uns also in der nächsten Zeit häufig beschäftigen wird, nämlich den Plattenkondensator. Und Sie werden sehen, auch der zeigt wieder ein völlig analoges Verhalten. Wir werden wieder solche Diagramme uns anschauen wie hier. Sie werden ähnlich ausschauen, aber noch einfacher sein als hier. Die Einfachheit ist es bei der Beschreibung, das, was den Plattenkondensator auszeichnet. Deswegen eignet er sich grundlegende Beziehungen und Eigenschaften besonders durchsichtig darzustellen. Und das ist natürlich was, was für uns sehr wichtig ist. Also wir gehen davon aus, die Plattenfläche ist A, Area, der Plattenabstand ist D. Die Distanz D. Und wir wollen auch in weiterer Folge gleich davon ausgehen, dass wir uns also der Randstörungen möglichst dadurch entledigen, dass wir davon ausgehen, die Querdimension der Platten, wenn es zum Beispiel so kreisförmig ist, wie bei dem Kondensator dort, ist groß im Verhältnis zur Distanz zwischen den Platten. Oder in unserer etwas lässigen Aussprache, Sie haben unendlich große Platten. Aber Sie haben dann trotzdem nur eine bestimmte Plattenfläche A. Da kann man dann sagen, man nimmt einen Teil dieses unendlich großen Kondensators, so wie man da einen Teil der Länge L eines unendlich langen Zylinderkondensators betrachtet. Wenn man genaue Experimente macht, muss man sich überlegen, wie man dem dann Rechnung trägt. Und das Experiment in dieser Woche in den experimentellen Methoden, da wird genau eine Methode gezeigt, wie man einen unendlich großen Kondensator simuliert und nur einen Teil, den inneren Teil, für die eigentliche Messung heranzieht, damit also dann die Fehler sehr klein macht. Also diese Idealisierung mit den unendlich großen Platten, die sehr nah beisammen sind, die hat schon Sinn. Naja, also zeichnen wir uns diesen Kondensator hier einmal auf, um uns die Situation klar zu machen. Wir haben also zwei Platten. Da ist eine solche Platte, da ist die zweite solche Platte, die haben also, die eine Platte hat ein Potential Phi 1, die andere Platte befindet sich auf dem Potential Phi 2
da drauf ist, plus Q da drauf ist, minus Q, da gibt es eine X-Achse und wir werden da hier X gleich 0 ansetzen. Da ist also der Ursprung und wir betrachten nur ein eindimensionales Problem, weil wenn die Platten eben sehr groß ausgedehnt sind und der Abstand klein genug ist, ist quer zu dieser Richtung mit keinerlei Änderungen zu rechnen. Änderungen gibt es nur in Richtung der X-Achse und die Felder, also das elektrische Feld wird hier zwischen diesen Platten so liegen, dass wir da die elektrischen Feldvektoren haben, die von der positiven zur negativen Platte gehen. Aber das werden wir uns noch näher jetzt gleich anschauen. Die Spannung zwischen den Platten ist natürlich wiederum nichts anderes als Phi 1 minus Phi 2. Die Differenz der Potenziale, Sie wissen ja, wir sind in der Elektrostatik, da sind die elektrischen Felder konservative Felder und da lässt sich die Spannung, die ja definiert ist als Arbeit pro Ladungseinheit, darstellen als Differenz von Potenzialen, wobei die Potenziale potenzielle Energie pro Ladungseinheit ist. Diese Größen haben wir ja alle schon zur Genüge kennengelernt. Der Innenraum ist ladungsfrei. Die Ladungen sitzen nur auf den Platten. Und wir interessieren uns jetzt natürlich vor allem für die Berechnung des Potentials Phi im Innenraum. Es ist ja so, der Außenraum dieses Kondensators ist ja wieder feldfrei, weil wenn Sie um das Ganze herum eine geschlossene Fläche bilden, ist es wieder so, dass netto innen keine Ladung ist, dass daher auch kein Feld austritt und dass daher also der Außenraum feldfrei sein wird. Nur im Innenraum gibt es ein Feld und das Potenzial in diesem Innenraum, der ja ladungsfrei ist, können wir uns jetzt ausrechnen, einfach durch Lösung der Laplace-Gleichung. Berechnung von Phi durch Lösung der Laplace-Gleichung, weil ja der Innenraum ladungsfrei ist. Deswegen brauchen wir nicht die volle Poisson-Gleichung, sondern die Laplace-Gleichung, die da lautet, Delta Phi ist gleich 0, wegen der Ladungsfreiheit im Innenraum. Hätten wir Ladungen, dann müssten wir schreiben, Delta Phi ist gleich minus Rho durch Epsilon 0. Rho die Ladungsdichte. Aber den Innenraum, den wir hier betrachten, bei dem ist es so, dass wir Ladungsfreiheit haben. Und was aber jetzt besonders wichtig ist und weshalb das eben hier jetzt verhältnismäßig leicht durchgeführt werden kann, ist eben der Umstand, dass wir davon ausgehen können, wir betrachten ein eindimensionales Problem nur längs der X-Achse. Da schaut nämlich diese Laplace-Gleichung dann sehr einfach aus. Das Delta Phi, das lautet ja d2phi nach dx1 Quadrat plus d2phi nach dx2 Quadrat plus d2phi nach dx3 Quadrat. Wenn aber phi nur von x1 oder von x halt abhängig ist und nicht von x2 oder x3,
dann wären die T2Phi nach dx2 Quadrat und T2Phi nach dx3 Quadrat gleich 0 sein. Und diese Laplace-Gleichung reduziert sich dann als T2Phi nach dx Quadrat ist gleich 0. Und das brauche ich auch gar nicht jetzt partiell aufschreiben, weil Phi ist von y und z gar nicht abhängig, sondern nur von x wegen dieser einfachen Anordnung mit dem homogenen Feld da drinnen. Ja, und als Randbedingungen dazu, das ist also gültig zwischen 0 kleiner gleich x, also kleiner, 0 kleiner x kleiner d. Da ist x gleich d, wenn das hier die Distanz d zwischen den Platten ist. 0 kleiner x kleiner d. In dem Bereich gilt diese Gleichung, da ist der Raum auch ladungsfrei. Und außerdem haben wir also als Randbedingungen einerseits das Phi von x gleich 0 ist Phi 1. Und Phi von x gleich d ist gleich Phi 2. Das sind unsere Randbedingungen, vorgegeben durch die ebenen Kondensatorplatten. Naja, und jetzt lösen wir das einfach auf. Na, wenn d2phi nach dx² gleich 0 ist, dann können wir einmal integrieren. Und das ergibt sich daraus, dass dphi nach dx, einmal das d2phi nach dx² integriert, gleich ist einer konstanten a. Umgekehrt, wenn ich da wieder differenziere nach x, dann kriege ich d2phi nach dx² und wenn ich die Konstante nach x differenziere, kriege ich 0. Also daher ist das die einfache Integration dieser Gleichung. Aber wir wollen ja noch einmal integrieren, um auf das Phi direkt zu kommen. Integration, noch eine Integration, folgt dann, wie wird also dann das Phi ausschauen? Das Phi ist ax plus b. Bilden wir d Phi nach dx, dann haben wir ax nach x differenziert ist a, die Konstante nach x differenziert ist 0 und wir kommen wieder hierher. Also, Sie sehen, in dem Fall ist natürlich die Lösung der Laplace-Gleichung sehr, sehr einfach. Es kommt da hier eine lineare Abhängigkeit des Potentials von x zustande. Wobei a und b also jetzt Konstanten sind, die wir noch nicht kennen. Aber wir haben ja zwei Randbedingungen. Und wir werden jetzt schauen, dass wir die Konstanten so wählen, dass diese Randbedingungen richtig erfüllt sind. Na, das ist ein ausreichend einfaches Randwertproblem. Das ist alles so einfach, dass man sich eigentlich denken könnte, das braucht man ja gar nicht machen, das ist eh klar. Aber Sie sollen daran sehen, wie man eben grundsätzlich solche Gleichungen unter Berücksichtigung von Randbedingungen löst. Wann die geometrische Situation natürlich etwas komplizierter ist, dann wird das Ganze auch komplizierter. Wenn wir also zum Beispiel das jetzt alles genauso bei Kugel und Zylinder gemacht hätten, hätte man das nicht eindimensional rechnen können. Dann hätte man es dreidimensional rechnen müssen. Und da hätte man ein bisschen mehr dazu tun müssen. Da war es einfacher, das so zu machen, wie wir es gemacht hatten vorgestern, nämlich unter Verwendung des Gaußschen Gesetzes. Dass er schon selbst ein integrales Gesetz ist und aus dem man dann diese Dinge noch besonders gut herauskriegen kann. Wir sagen jetzt, Berücksichtigung der Randbedingungen.
Was kriegen wir da hier? Na, nehmen wir sie der Reihe nach her. Eine Randbedingung ist die, dass wir haben, Phi von 0 ist gleich Phi 1. Phi von x gleich 0 ist gleich Phi 1. Na, Phi von x gleich 0 ist einfach b. Also haben wir b ist gleich Phi 1. Das war diese Randbedingung, die ist damit schon erfüllt. Und die zweite, Phi von x gleich d, ist gleich Phi 2. Phi von x gleich d ist ad plus b. Ad plus b ist gleich Phi 2. Na ja, sehen Sie, damit haben wir das eigentlich schon. Und damit können wir jetzt aus diesen beiden uns gleich die Differenz dieser Potenziale, was wir ja eigentlich wollen, die Spannung ausrechnen. Wir kriegen damit Phi 2 minus Phi 1 einmal. Phi 2 minus Phi 1 rechnen wir mal aus. Das ist so AD plus B minus B. Das ist einfach A mal D. Damit haben wir schon dieses Phi 2 minus Phi 1 und wir können uns damit die Größe A ausrechnen. Das ist gleich Phi 2 minus Phi 1 durch D. Phi 2 minus Phi 1 durch D ist A und Phi 2 minus Phi 1 ist minus U. Minus U durch D. Naja, und damit haben wir alles. Wir können damit das Potenzial bereits fertig aufschreiben. Da haben wir ja schon das B und da haben wir jetzt das A. Das setzen wir da ein und kriegen jetzt das Phi ist gleich ax plus b. Das a ist minus u durch d, also minus u durch d mal x plus b ist phi 1. Das ist der Ausdruck für das Potenzial im Bereich zwischen 0 und d. Das alles bezieht sich auf den Bereich von 0 kleiner x kleiner als d. Und damit natürlich kriegen wir jetzt sofort heraus die elektrische Feldstärke. Die elektrische Feldstärke E ist ja betragsmäßig gleich der negative Gradient des Potentials. Das ist aber jetzt alles nur eindimensional, daher betrachten wir auch nur die E-Komponente in X-Richtung, weil das hat nirgends anders hin Komponenten und die ist natürlich dann auch gleich dem Betrag. Also E ist minus Gradient Phi und das ist minus d Phi nach dx. Und was ist d Phi nach dx? Das ist eine Konstante. Also d Phi nach dx ist minus u durch d. Minus d Phi nach dx ist daher u durch d. Und es folgt daraus, e ist gleich u durch d. Eine ganz einfache, wichtige Beziehung für den Plattenkondensator. 0 kleiner als x, kleiner als d. Und das Potenzial haben wir hier auch aufgeschrieben. Das ist eine lineare Funktion von x. Naja, und damit können wir jetzt den Feldverlauf sofort aufschreiben. Und Sie werden sehen, eine denkbar einfache Sache im Plattenkondensator. Phi gegen x. Und da haben wir da x gleich 0 und da x gleich d.
Und da sehen Sie jetzt, wenn wir also außerhalb von 0 und D sind, das sind die Außenbereiche des Kondensators, da ist es feldfrei, daher wird das Potenzial dort konstant sein. Konstantes Potenzial bedeutet Feld gleich 0, weil E ist minus Gradient von Phi. Wenn Phi konstant ist, ist der Gradient 0. Also außen ist es konstant. Wie schaut es innen aus? Schauen wir uns vielleicht das zuerst an. Schauen wir einmal an, wie schaut denn das aus? Wenn wir jetzt einmal probieren, wenn wir x gleich 0 setzen, dann haben wir Phi gleich Phi 1. Das entspricht der Randbedingung. Phi von x gleich 0 ist gleich Phi 1. Das heißt, wir haben hier das Phi 1. Und wir haben also das Potenzial konstant auf Phi 1 bis zu der Platte. Wenn wir andererseits sagen, was ist bei x gleich d? Phi von x gleich d ist Phi 2. Stimmt das? Wenn wir x gleich d setzen, dann haben wir da Phi ist gleich, das d kürzt sich weg, minus u plus Phi 1 und minus u plus Phi 1, das ist einfach Phi 2. Also wir kommen hier zu Phi 2. Und dazwischen wieder ist die Spannung U. Phi 1 minus Phi 2, so wie ich Ihnen das dort oben auch eingezeichnet habe. Und dazwischen haben Sie eine lineare Funktion, die mit zunehmendem x immer mehr abnimmt. Von Phi 1 bis Phi 2. Hier ist diese Funktion also einfach und schlicht linear. Und wenn Sie es jetzt genau anschauen, das ist wieder nicht viel anders, als was wir da oben gehabt haben. Da war es 1 durch r, da war es dieser Logarithmus und da ist es einfach linear über dieses Stück. Aber im Prinzip geht es immer von einer Konstanten wieder auf eine andere Konstante. Das sind die Potentialwerte bei den Elektroden und dazwischen gibt es eine Abnahme von plus Q nach minus Q. Und da ist es besonders einfach, weil es eine lineare Abnahme ist. Das zugehörige Feld kann man sich auch sofort einzeichnen, aber das eindimensional natürlich. Da haben wir also hier 0 wieder und hier d. Bei konstantem Potenzial ist das Feld gleich 0. Hier ebenso. Dazwischen eine lineare Abnahme. Und dementsprechend ist das Feld dazwischen eine Konstante. Denn wenn ich eine lineare Abnahme einmal differenziere, ist da einfach der Anstieg oder der Abfall dieser Kurve zu sehen. Das bleibt konstant. Und hier haben wir also das Feld im Innenraum und dieses E hier ist U durch D. E ist gleich U durch D für den Plattenkondensator. Also auch das schaut wieder ähnlich aus, nur da ist das Feld halt konstant. Es ist ein homogenes Feld, in all drei Raumrichtungen ändert es sich nicht und es zeigt von Plus nach Minus. Außerordentlich einfach. Naja, und jetzt brauchen wir nur noch anschauen, wie wir hier zur Kapazität kommen können. Wir müssen jetzt noch sehen, wie das mit der Ladung zusammenhängt. Und da schauen wir uns an den elektrischen Fluss im Inneren des Kondensators. Phi E im Innenraum des Kondensators. Und das können wir leicht dadurch erreichen, dass wir also schreiben, dass Phi E ist einfach gleich, weil das ja alles konstant ist, das E mal A. Wir brauchen jetzt nicht das Integral E dA oder E dF schreiben. Es ist überall dasselbe E. Es zeigt immer in einer Richtung. Wenn ich da dazwischen eine Fläche A hineinlege, ist der Fluss durch diese Fläche, die auch die Größe A hat, so wie die Platten, einfach E mal A.
da zeigt sich schon, wie einfach der Plattenkondensator ist. Da braucht man nicht integrieren. Das Integral wird sofort trivial, weil ja eben das Feld entsprechend konstant ist. Und das E haben wir ja unten stehen als U durch D. Also haben wir hier E ist U durch D mal A. Wir können dieses Phi E also sofort ausrechnen. Der Außenraum ist feldfrei. Daher ist dieses Phi E, was da durch eine Fläche zwischen den Platten durchtritt, schon der ganze Fluss, der aus einer solchen Platte austritt. Nach außen tritt gar kein Fluss aus. Nur innen gibt es das Feld. Wenn Sie also da eine geschlossene Fläche rund um, sagen wir, die linke Platte wählen, dann haben Sie den Gesamtfluss aus der Fläche heraus, ist einfach dieses Phi E. Denn nach außen tritt kein Feld heraus. Also ist dieser Fluss Phi E ist bereits Gesamtfluss aus einer Platte, zum Beispiel eben der linken. Und daher können wir jetzt Gesamtfluss. Und daher können wir jetzt das Gaußsche Gesetz anwenden. Damit wegen Gaußgesetz kriegen wir, dass dieses Phi E gleich ist, naja, Q durch Epsilon 0. Gaußsches Gesetz, in dem drinnen ist die Ladung Q und das, daher tritt hier das Feld aus, nach außen tritt aber nichts aus, nur nach innen. Da heißt dieses Phi E von hier schon das Q durch Epsilon 0 und wir können die beiden Phi E miteinander gleichsetzen. Vergleichen. Und was kriegen wir dann? Das U durch D mal A ist gleich Q durch Epsilon 0. Und damit kriegen wir das Q heraus. Folgt, das Q ist gleich Epsilon 0 mal A mal U durch D. Epsilon 0 mal A durch D mal U. Q ist gleich Epsilon 0 mal A durch D mal U. Na schauen Sie, jetzt haben wir das Q. Und jetzt kriegen wir Folgerung. Wir kriegen damit heraus, die Kapazität des Kondensators wieder entsprechend der allgemeinen Definition, die da ganz oben steht, C ist Q durch U. Q durch U. Na, Q ist Epsilon 0 mal A durch D mal U durch U. Und daher gleich Epsilon 0 mal A durch D. Und wir kriegen damit eine sehr einfache und sehr berühmte Formel, die Formel für die Kapazität des Plattenkondensators. Und was sehen Sie hier? Na, da steht einmal eine Konstante, das Epsilon 0 drinnen. Na, das haben wir eh erwartet, weil das kriegen wir durch das Gaußsche Gesetz hier herein. Das hat uns hier dieses Epsilon 0 eingebrockt sozusagen. Aber ansonsten steht da nur drinnen die Plattenfläche und der Plattenabstand. Na, und jetzt schauen wir uns an, ob wir das gut verstehen können. Na, dass die Kapazität proportional zur Plattenfläche ist, schaut vernünftig aus. Je größer die Fläche ist, desto mehr Ladung bringt man drauf. Das kann ja nur gut sein, dass man dann einfach dieselbe Situation mit einer größeren Fläche kriegt man bei sonst ungeänderten Verhältnissen einfach mehr Ladung drauf. Aber wieso steht das D im Nenner? Und da sehen Sie jetzt wieder, je kleiner D wird, je näher die Platten zusammenrücken, desto größer wird die Kapazität.
Das haben wir da oben auch schon beobachtet. Und jetzt wird es für Sie besonders klar werden. Das kann ich Ihnen nämlich, wir haben gerade noch Minuten, mit diesem Kondensator hier vorführen. Wir haben hier einen Plattenkondensator. Er ist angeschlossen an ein Voltmeter. Ich lade ihn auf. Jetzt ist er aufgeladen auf 5500 Volt. Und jetzt kann ich den Abstand dieser Platten verändern. Schauen wir, ob man das besser sieht, wenn ich das finsterer mache. Ja. 5,5 Kilovolt, ganz schön. Und wenn ich jetzt den Abstand verringere, passt auf, was passiert. Ich drehe den Abstand zu kleineren Abständen. Und Sie sehen, die Spannung geht mit dem Abstand zurück. Natürlich, wenn ich dann die Platten in Berührung bringe, dann entladen sie sich. Aber wenn ich jetzt den Kondensator wieder weiter die Platten auseinanderziehe, schauen Sie, kommt auch die Spannung wieder herauf. Auf den Wert, den wir vorher hatten. Wir waren vorher bei 2 cm und bei 2 cm haben wir wieder die 5,5 kV. Ja, wie gibt es sowas? Und das bitte machen Sie sich einfach dadurch klar, dass ja durch die Änderung des Abstandes sich das Feld ja gar nicht ändert zwischen den Platten. Die Ladungen bleiben gleich, die Platten sind nahe beisammen, die Ladungen sind die Quellen des Feldes, das Feld bleibt homogen zwischen den Platten, es bleibt das Feld das gleiche, nur die Platten sind ein Stück auseinandergegangen. Das sind ja keine Punktladungen, das sind ebene, groß ausgedehnte Platten. Wenn aber jetzt die Platten weiter auseinandergehen, dann wird die Spannung zwischen den Platten bei ungeändertem Feld natürlich größer werden, weil die Spannung ist Arbeit pro Ladungseinheit. Wenn die Platten weiter auseinander sind, muss ich, um von der einen Platte zur anderen zu kommen, einen größeren Weg zurücklegen. Und daher wird bei gleichem Feld der Weg größer werden und damit auch die Spannung. Genau das haben Sie hier gesehen. Wenn aber nun andererseits beim Verringern des Plattenabstandes die Spannung zurückgeht, die Ladung aber gleich bleibt, dann heißt das, dass Q durch U bei konstanter Ladung und kleiner werdender Spannung größer wird. Daher muss die Kapazität mit kleiner werdendem Abstand größer werden. Das, was wir hier gerade gezeigt haben. Und damit ist auch diese Beziehung ganz einfach zu interpretieren. Also Sie haben da diesen Faktor Epsilon 0, das ist eben die elektrische Feldkonstante, die kriegen wir vom Gaußschen Gesetz. Mal A, das ist klar die Plattenfläche, durch D, weil mit kleiner werdendem D die Spannung kleiner wird und damit die Kapazität größer wird. Ich hoffe, Sie haben das, obwohl es jetzt also schon ein bisschen gehetzt war am Schluss, aber doch noch einigermaßen mitkriegen können, weil das ist der entscheidende Punkt für das Verständnis des Plattenkondensators. Sie können sich das ja überlegen. Und wenn Ihnen dabei was unklar ist, es ist ja nicht aller Tage Abend, am Montag sehen wir uns wieder, beziehungsweise auch in den experimentellen Übungen, meine Kollegen und Kolleginnen und ich, da können Sie das alles noch genauer diskutieren. Es liegt mir daran, dass Sie das gut verstanden haben. Vielen Dank.